Hallo Hundefreunde, herzlich willkommen zu unserem ersten Dogstyler-Blog. Rico und ich haben heute was Besonderes für euch entdeckt. Eine Reizangel. So sieht das Teil aus. Und es ist wirklich mehr als nur ein Spielzeug. Und das führen wir beiden euch jetzt gleich mal vor, was man da so alles mitmachen kann. Alle. Fein. Diese Reizangel haben wir jetzt neu im Laden. Ihr seht, Rieke findet, dass die auch einen ganz guten Eindruck macht. Ziemlich stabil gearbeitet. Es gibt so ganz billige Dinger, die dünner sind als eine echte Angelrute. Die machen nicht lange Freude und fliegen ziemlich schnell daher, wenn der Hund mal ernsthaft damit spielt. Das ist ein ziemlich stabiles Ding. Auch hier oben macht das alles einen guten Eindruck, finde ich. Das Objekt der Begierde, wie es man nennen will, ist einfach nur mit einem Karabinerhaken eingehängt. Das heißt, wenn euer Hund nicht so wahnsinnig auf so ein Tau abfährt, könnt ihr auch jeden anderen Dummy oder ähnliches, was der Hund besonders gerne mag, da oben reinhängen. Wobei, wenn der Hund einmal verstanden hat, was er hiermit machen soll und dass das Spiel Spaß bringt, ist es wahrscheinlich auch schon egal, was man da reinhängt. Diese Angel basiert einfach darauf, dass der Hund seinen Jagdtrieb entdeckt bei diesem Spiel. Und wenn er einmal das Spiel verstanden hat, ist es eigentlich, wie gesagt, egal, was man da vorne reinhängt. Dieses Tau macht einen ganz guten Eindruck. Wenn man es dem Hund überlässt, wie jedes andere Spielzeug auch, wird es aber relativ schnell den Geist aufgeben und auffranseln. Bei dieser Angel ist original eine Bodenhülse dabei. Es ist also gedacht, dass man den Hund auch alleine damit beschäftigen kann, indem man ihm das Teil einfach in den Garten steckt und er an dem Tau rumziehen kann. Finde ich aber ein bisschen schade, weil jedes Spielzeug ist immer nur so gut wie die Zeit, die ihr mit eurem Hund verbringt. Das kann ein Spielzeug alleine nicht. Dann wird der Tau auch wahrscheinlich ziemlich schnell kaputt gehen und das Schönste ist davon ab. Kleiner Tipp noch, wenn ihr mit euren Hunden spielt, ihr könnt ganz viele Übungen einbauen, ihr könnt ihn zwischendurch sitzen lassen, ihr könnt dieses Aus hervorragend trainieren, gerade wenn er richtig gerade erregt ist, dieses Teil nicht hergeben zu wollen, kann man tolle Übungen einbauen und vor allen Dingen ganz wichtig, bei diesen aktiven, etwas wilderen Kandidaten arbeitet, dass es ein Stoppkommando gibt am Ende des Spiels, dass der Hund genau weiß, wenn ihr sagt, alle, es ist vorbei, dass der Hund genau weiß, es geht jetzt nicht weiter, egal wie sehr ich nerve und nörgele, weil dann fangen die Hunde an, wieder abzuschalten und sich wieder runterzufahren und stehen nicht den Rest des Tages neben euch und warten, wann es denn weitergeht, das Spiel. So, Rieke, kannst du noch? Prima, und los! Also könnt ihr euch vorstellen, ein paar Minuten von dem Spiel und Rieke kann erstmal wieder ein paar Stunden sehr, sehr zufrieden schlafen, weil das geht richtig auf Körper und Geist, was wir gemacht haben.